Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013. Jetzt war ich gerade ganz durcheinander hier. Wir sind in Großbritannien und wir schauen uns mal an, wie in England das Wetter werden soll. In Silverstone wird am Freitag bewölkt, am Samstag bewölkt mit Sonne und Sonntag das gleiche Wetter. Naja, wir haben uns entschieden für den Rest der Saison eine aggressive, gut, das habe ich ja letztes Mal schon vorgelesen. Ich würde sagen, los geht's, Leute. Großbritannien, wir kommen. Yam, 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 yam. Ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin mit den Setups vom Spiel arbeiten. Das hat letztes Mal sehr, sehr gut geklappt. Bin ich zumindest eindeutig der Meinung. Und wir werden uns hier in Silverstone das mal anschauen. Es ist nicht eine Strecke, die ich kann. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Da ich vorher nicht so der Schnellste drin. Aber in dieser 2013 Formel 1 Saison ist alles ein bisschen anders wie in den anderen. Keine Ahnung. Also ich denke immer, ich fahre auf Strecken, wo ich vorher schlecht war, jetzt besser. Wir haben auf jeden Fall keine Aufgabe. Das ist sehr gut. Wir gehen auf ganz trocken, gehen ein bisschen zurück. Es ist auf jeden Fall eine Highspeed-Strecke. Und daher sollte das schon stimmen. Ja, ich würde sagen... Ah, nee. Nein, 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 nein. Video Silverstone Secret. Willkommen in Silverstone. Der letzte Abschnitt mit dem neuen Boxenkomplex auf dieser großartigen Strecke. Nutzt die ganze Strecke und die Curbs am Ausgang voll aus. Auf die Start- und Zielgerade und Richtung Kurve 1. Im Qualifying hier nicht lupfen, du hast jede Menge Abtrieb. Dann hart bremsen in die neue Schleife, Kurve 3 und 4. In der Linkskurve wird das innere Vorderrad entlastet und bleibt leicht stehen. Und verliere das Heck nicht, denn an dieser Stelle müssen die Hinterreifen hart arbeiten. Jetzt auf die Wellington-Gerade. Nun geht es auf Brooklands zu. Achte rechts auf die Schilder. Kurz nach dem 100-Meter-Schild bremsen und einlenken. Die Kurve macht am Ausgang zu. Jetzt Richtung Laffield. Bleib so weit innen wie möglich, um das Untersteuern zu minimieren. Sehr schwierig, diese Kurve sauber zu fahren. Fahr am Ausgang weit auf die Curbs. Und jetzt kommt der Teil für die Mutigen. Richtung Cops, die frühere Kurve 1. Kurz lupfen, dann wieder Vollgas im siebten Gang. Komm am Ausgang nicht zu weit auf die Curbs. Dann in die Schnelle links und rechts. Kurz das Gas lupfen, zwei Gänge runterschalten, durch Beckett und noch einen Gang runter in die letzte Rechtskurve dieser Kombination. Oh mein Gott. Geh so früh wie möglich wieder aufs Gas für die Gerade. Hier brauchst du allen Schwung vor der Kurve, die im Rennen eine Überholmöglichkeit bietet. Jetzt runterschalten und rein in die Stow-Kurve. Halt das Tempo hoch, um mit viel Schwung auf den letzten Abschnitt Richtung Klappkurve zu kommen. Runter in den zweiten Gang, dann links und rechts. Lass die Räder am Ausgang nicht durchdrehen, damit du die Traktion nicht verlierst. Das war eine Runde in Silverstone. Also, ich habe die erste Kurve noch nie mit Vollgas gekriegt. Noch nie. Also, mal schauen, ob das hier wirklich klappt. Wir machen rausfahren, okay, ganz normal. Im Moment ist noch kein Gummi auf der Strecke. Naja. Die Reifen auf Betriebstemperatur zu bringen und um dich an die Grip-Verhältnisse zu gewöhnen. Also wir haben ganz harte Reifen und mittelhart. Also ich lasse mich wirklich, wirklich überraschen, wie das hier wird. Benzin machen wir schön Standard, um hier ganz in Ruhe mal ein paar Runden zu drehen. Ach, da ist er. Der S hier Zone, okay. Okay, jetzt kommt die Kurven, wo ich immer übelst verkacke, Leute. Thank you.
Ein Gang runter, hat er gesagt. Vierte Gang. Boah, das klappt echt gut. Also dieses Video hilft ungemein, finde ich. Mama mia, ey. Also er hat gesagt, ohne zu lupfen, das geht nicht. Oder ich lenke zu spät ein. Ich habe keine Ahnung. Jetzt DRS. Oh Mann, Leute, echt. Ich habe das Gefühl, als wenn wir zu wenig Abtrieb haben. Ich muss da einen Gang runter gehen. Zumindest vom Gefühl her. Ich hatte Schiss, dass ich dem da hinten jetzt auf die Karre fahre. Natürlich schön hier, schön im Windschatten die ganze Zeit. Perfekt eigentlich. Da geht der sauber gerade wie eine Rakete im Windschatten. Also Wahnsinn. Nach der letzten Runde liegt du auf Platz 2. Da wollte ich zu viel. So, jetzt wollen wir mal probieren, ob wir selber schneller sind. Bin ich so ein bisschen hinter dem hergefahren nach dem 100-Meter-Schild. Das war jetzt zu spät. Eieieiei, Leute. Also ich finde es absolut schwer, die Strecke. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr das Spiel spielt, aber ich habe wirklich auf der Strecke immer Probleme gehabt. Also 1,8 Sekunden schon mal schneller wie vorhin. Schöner Wetter. Zu weit runtergebremst. Oder auch nicht, weil wir gut rausgekommen sind. Kers. Du bist bis jetzt der Schnellste. 1,8 Sekunden schneller wie Sutil. Zu weit rausgekommen. Wieder. Ei, Mann, ist das schwer. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Immer noch sehr, sehr viel durchdrehende Räder, aber das haben sie auch zu weit runtergebremst. Oh, ich darf doch nur lupfen, Mann. Vollgas, Vollgas.
Die Zeit wird scheiße. Mann, 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 Mann. Zu weit rausgekommen. Ich bremse viel zu spät. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ah, wieder nicht geschafft. Mann, ich will, dass er die mit Vollgas nimmt. Ob wir das nachher im Rennen umsetzen können mit Vollgas, das ist die zweite Frage, aber... Zumindest müssen wir das ja hinkriegen für die Quali, sonst können wir das vergessen. Hamilton 1,36. Ein bisschen schneller wie wir. Okay. Oh Mann, ey. Ja, Vollgas die, Vollgas da. Also so richtig sauber kriege ich die Kurven jetzt nicht hin, ey. War wieder scheiße, Mann. Ich finde, dass er immer durchradiert und dann verlierst du immerhin. Total untertourig. Mann, 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 komm, Baby. Lass jetzt jucken hier. Ich will jetzt den Kram hier jetzt vernünftig schaffen. Jawohl. Ich glaube, das war gar nicht schlecht, das war gar nicht schlecht, das war gar nicht schlecht. Komm, 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 komm. Das war besser. Das war viel, viel besser, Leute. Boah, was mache ich? Kann nicht wahr sein. Ja, der Arsch komplett schräg gestanden. 1,36,83. Also ich muss ja wohl wenigstens da rankommen. So, jetzt nochmal hier durch die geschängelten Kurven. Das muss doch klappen. Kurz lupfen, weil es nicht mehr die neuesten Reifen sind. Sein, ey.
Probieren wir nochmal mit volle Schmackes hier. Ist ja halt eine Highspeed-Strecke und da müssen wir das wirklich probieren. Sektor 1 ist okay, in Sektor 2 verlierst du etwas und Sektor 3 ist richtig schlecht. Das kann nicht sein, Leute. Also, dass ich in manchen Kurven wieder rausgetragen werde. Hier geht so bergauf und er quält sich so übelst. Das war zu spät. Da habe ich wieder die Zeit hinten hingelegt. Also verloren in dem Sektor. Das habe ich einfach mal selbst in den zweiten geschaltet. Im ersten Sektor war gut, aber in den Sektoren 2 und 3 verlierst du etwas. Bin ich einfach mal wieder auf dem Gas geblieben. Und es hat geklappt. Okay, also, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten 2 Runden rein. Oder ich nehme einfach falsch Kehrs, Leute. Das kann natürlich jetzt wirklich sein. Boah, ey. Trotz dass ich Tempo halte, funktioniert es nicht. Also ich muss vom Gas weggehen. Ich soll das aufhören mit diesem Geschwindigkeit halten. Ich glaube, das ist wirklich mein Problem. Und auf dem grünen Streifen sollte ich runterbleiben. Das schaffen wir das wieder nicht mit den Reifen. Also wir kommen auf jeden Fall an die nicht ran. Also Pole oder erster Platz, glaube ich, dieses Rennen. Richtig schwer. Das hier die Boxen einfach? Ja. Ich habe jetzt gerade geraten. Also ich muss jetzt wirklich sagen, es ist wirklich machbar auf der Strecke, klar, aber es ist wirklich schwer, sich das zu trauen, da wirklich voll durchzunieten, ohne das Auto zu vor Wand zu setzen oder ins Grüne etc. Also da gehört wirklich Überwindung zu, auch im Spiel, finde ich zumindest. Ja, ich möchte da nicht in dem Auto sitzen und so durch diese Zickzackkurven knallen. Na, da hat man Rucke, die zuckt die Hosen voll. Zumindest meiner Meinung nach. So, ich bin der Meinung, wir werden uns auch einmal weiche Reifen draufziehen lassen. Und werden jetzt aber einmal uns die Zeiten genauer angucken. Also wir sind... etwas Zeit in den letzten beiden Sektoren. Ja, wir sind nicht weit weg von denen... Also wir könnten es schaffen. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Zeit runterlaufen lassen, dass vielleicht ein bisschen mehr Gummi auf die Strecke kommt. Bis, was weiß ich, sagen wir jetzt mal, ja, 33 Minuten. Bis ein bisschen mehr Gummi, weil das soll ja wirklich in dem Spiel ja wirklich so sein, dass das Auto dann schneller ist. So, wir machen fliegende Runde. Auf der Strecke herrscht ganz schön Gedrängel. Die meisten Autos sind draußen. Und werden jetzt nochmal gucken, was wir jetzt hier wirklich... rauskitzeln können aus dem Auto. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied hier gerade.
So, jetzt Vollgas, Kers, komm. Kers, los, lass. Zweimal kurz gelupft in der Kurve. Komm. Jetzt aber. Komm, ich will den da vorne wegputzen. Kann ich sehen, dass wir in Sektor 1 so dominant sind und in den anderen beiden Sektoren so viel Zeit verlieren. Weil das war auch schon mal eine ganze Ecke schneller mit dem weichen Reifen. Der ist auf hier. Du drückst und drückst und nichts passiert. War wieder scheiße, wieder jetzt Dreck an der Räder. Haben wieder die Reifen durchradiert und hab wieder selbst geschaltet. Das kann nicht sein, ich werde nicht schneller. Ich verstehe es nicht. Oder ich verstehe es schon, aber ich verstehe halt nicht. Die Reifentemperaturen sehen sehr gut aus. Warum ich immer wieder dieselben Fehler mache. Und ich sollte aufhören mit dem Gas halten, sondern rum um die Kurve und dann voll raus beschleunigen. Ich halte immer das Gas. Ich weiß nicht warum. Jetzt aber. Jetzt haben wir so viel Vorsprung, das kann jetzt nicht mehr daneben gehen. Jawohl, 1,35. Da habe ich es wieder verkackt. Aber ich glaube, Leute, das ist auch wirklich schon fast am Limit. Aber das kommt, wenn man keinen Gas gibt, sondern voll rumlenkt und dann einfach voll rausbeschleunigt. Matthias, juckeln wir jetzt mal leer. Oh, ganz ruhig, Baby, ganz ruhig. Da geht mir ja hinten der Arsch weg. Ich will wissen, wo der hin will. Sind die Reifen schon so fertig? Nein, gar nicht. Also es geht echt wahnsinnig schnell, die Strecke. Hier, da, also Wahnsinn. Rein in die Box. Also, ich gehe von aus Qualifikationen zwischen 1 und 10. Keine Ahnung.
sehr, sehr schwer einzuschätzen. Wenn ich die Runde sauber hinkriege, kann ich mir gut vorstellen, unter den ersten dreien. Kriege ich die Runden nicht sauber hin, dann kommen wir unter den ersten 10. Wir haben keine Strafe. Gut, vom 10. kann man immer noch was rein. Und man muss immer sagen, wir fahren sauber. Ich bin wirklich gespannt. Also, bin gespannt, was wir dabei rausholen werden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2013 in Silverstone. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Qualifikation. Bis denne. Ciao, ciao.